Hallo, herzlich willkommen hier bei der D&D Bildungsagentur. Ich bin Gerrit. Unser Thema heute, es geht weiter mit dem Thema Trage. Jetzt nicht auf ein besonderes Tragemodell abzielend, sondern einfach mal, wir transportieren den Patienten auf der Trage und haben natürlich jede Menge Equipment, was wir ja auch noch mit transportieren. Da gibt es natürlich bei den modernen Fahrtragen jede Menge Möglichkeiten für Halterungen, explizit sogar abgestimmt auf unser Material, was wir mitnehmen, oder allgemeine Haltekonzepte. Ne? Es gibt hier oben so Ablageplattformen, Seitenhalterungen für Intensivtransporte und so weiter. Hast du hier ganze Batterien an Perfusoren, die du da in Haltevorrichtungen verpacken kannst, wo die auch so ein bisschen wirklich eingerahmt sind, sodass, wenn man da irgendwo mal seitlich gegenkommt, das Ding nicht gleich da irgendwie kaputt geht, die Spritze rausgeht, sonst irgendwas. Klar, gibt's alles. Dann ist die Sache auch einfach. Dann weiß man ganz genau, was wohin gehört, weil es gibt ja eine explizite Haltevorrichtung dafür. Hat aber nicht jeder. Ist halt so. Das heißt, in dem Moment, wo ich diese expliziten Haltevorrichtungen nicht habe, muss ich selber gucken, wo bleibe ich mit meinem Zeug. Und genau den Fall wollen wir uns heute mal ein bisschen angucken. Ein paar Sachen haben eine gewisse Logik, ein paar Sachen erschließen sich vielleicht nicht auf den ersten Blick. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Also, die Trage selbst bietet halt natürlich die Möglichkeiten, seitlich was anzubringen. Die meisten Geräte, die wir so dabei haben, haben mit Sicherheit irgendeine Funktion, dass wir sie einhängen können in irgendeiner Form. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Oxylogen, den kann ich seitlich einhängen. Mit dem Oxylogen haben wir jetzt eine Sache. Erstmal, er sollte einigermaßen in Kopfnähe sein, normalerweise. Ja, Beatmung. Kurze Wege, die Schläuche nicht irgendwo lang führen und so weiter. Das Problem ist aber, der Oxylog ist schön, nur der reicht uns ja nicht. Damit der Oxylog was macht, brauchen wir auch Gas. Der Sauerstoff muss auch noch irgendwo hin. Und damit haben wir dann schon wieder vielleicht ein kleines Problem. Ich habe das jetzt hier mal als Beispiel folgendermaßen gelöst. Oxylog hier eingehängt, das ist ja einfach. Und die Sauerstoffflasche hier tatsächlich zwischen den Füßen des Patienten gelagert. Da liegt sie sehr sicher. Wir haben ja müssen überlegen, wir transportieren hier eine Druckgasflasche. Das heißt, die kann hier nicht irgendwo überstehen, raushängen, sonst irgendwas. Wo wir vielleicht und das Ventil abschlagen oder so, die muss schon relativ sicher und gut liegen. Das ist eine Möglichkeit. Nachteil ist hier halt eben, wenn was seitlich übersteht, dass man da irgendwo hängen bleibt, da irgendwo gegenschlägt. Es ist halt so, wir haben immer mal wieder beengte Bereiche, in denen wir uns bewegen, die ja nicht dafür ausgelegt sind, dass der Rettungsdienst mit seinem Equip da durchfährt. Da muss man also ein erhöhtes Augenmerk darauf haben. Man könnte das Ganze auch direkt am Fußende einhängen. Auch das geht. Ne? Auch da habe ich die Möglichkeit, das genauso einzuhängen. Ne? Ist natürlich total super, habe ich das seitlich nicht dranhängen. Nachteil ist, es ist am Fußende, es ist quasi weit weg von mir. Ich sehe es nicht, ich komme nicht so ohne weiteres dran. Klar, ich bin ja nicht allein. Also es ist auch ein relativer Nachteil. Und worst case, wenn da vorne keiner aufpasst, könnte ich auch gegenfahren. Aber das Risiko ist tatsächlich deutlich geringer. Also dadurch, dass der Schlauch lang genug ist, durchaus eine Variante, die nicht die dümmste ist. Die beliebteste Ablagefläche, und das ist, glaube ich, schon so, für mich zumindest ist es so, seit ich Fahrtragen kenne, dass man hier hinten unterm Kopfteil was ablegt. Solange das Kopfteil irgendwie nach oben ist, geht das auch. Dann geht das sogar ziemlich gut. Was habe ich denn noch dabei? Meinen Defi. Naja, der hat wahrscheinlich auch irgendeine Möglichkeit, ihn irgendwie seitlich einzuhängen. Dann ist das natürlich ebenfalls eine gute Alternative mit den bereits besprochenen Nachteilen, die das Ganze eben mit sich bringt. Hier kommt aber ein erschwerender Nachteil hinzu. Das Monitoring dient ja meiner Überwachung des Patienten. Da sieht das Ding keiner. Alarme, die er von sich gibt, die höre ich natürlich, aber sehen, was da gerade ist, ist eine ganz blöde Geschichte. Deswegen sind da halt wirklich schön so diese Ablagetischchen, ne, die da über den Füßen des Patienten sind, wo das quasi in Blickrichtung dessen ist, der die Trage schiebt. Optimale, schöne, feine Sache. Dafür gibt es die Dinger ja auch mal realistisch. Nein. Es ist ein Kompromiss.
es ist eine Möglichkeit. Unterm Kopfteil haben wir da halt echt den Vorteil, dass es derjenige, der zumindest die Trage schiebt, und den braucht es ja in jedem Fall, der da also am Kopfende ist, auch ganz klar den Monitor voll im Blick haben kann. Alles eben sein Für und Wider. Und gerne vergessen in dem Ganzen, unsere Absaugung, die ist ja auch noch da. Und ja, wenn ich jetzt ein paar Meter Transportweg habe, ist es nicht die dümmste Idee, diese immer noch in der Nähe zu haben, greifbar zu haben, griffbereit zu haben. Das wäre eigentlich auch eine ganz geile Idee, die hier hinten irgendwo an der Stelle zu platzieren, in Kopfnähe. Wenn die sich dann natürlich den Platz streitig machen muss mit dem Defi, muss man halt ein bisschen gucken, was ist jetzt besser, was ist für mich jetzt akut wichtiger. Wenn sie, so wie es bei mir eben war, einfach aus organisatorischen Gründen, dass da die Absaugung steht und davor der große Defi, dann nützt mir das auch gar nicht so viel unbedingt, dass sie da vorne steht, weil es, glaube ich, eher fummelig ist, da dann dran zu kommen. Wenn aber der Einschaltknopf gut erreichbar ist und mein Absaugschlauch, so wie ich es ja eigentlich gerne hätte, wenn ich die Absaugbereitschaft herstelle, tatsächlich schon in der Nähe ist von dem, wo wir ihn eigentlich haben wollen, nämlich direkt am Patienten, dann ist es auch kein Problem. Dass die Absaugung hinter dem Defi steht. Worst case kann ich sie ja auch einfach einschalten. Ist zwar laut, aber die Absaugung ist scharf. Sobald sie gebraucht wird, muss ich an dem Gerät gar nicht mehr rumfummeln, muss ich nur noch meinen Absaugkatheter einführen. Immer noch eine Alternative. Besser als dass das Ding irgendwie von irgendwem geschleppt wird, der jetzt schon halb am Auto ist, wenn ich die Absaugung brauche und ich dem hinterher brüllen muss oder ähnliche lustige Aktionen. Ist so. Ja, das sind die Kleinigkeiten, das merkt man sich dann, wenn man es mal gebraucht hat. Dass der Defi dabei bleibt, dass die Beatmung dabei bleibt, das ist selbstverständlich, ganz klar. Der hängt an der Beatmung, der hängt am Monitoring. Puh, ja, machst du dir keinen Kopf. Das, was man am ehesten vergisst, ist tatsächlich die dusselige Absaugung. Und die sollte ja dann eben auch am Kopfende platziert sein. Am Ende, Improvisation ist alles. So blöd, wie es ist. Manchmal muss man eben im Rettungsdienst auch improvisieren. Ja, ich hoffe, es war einigermaßen informativ für euch. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ja, gerne den Daumen nach oben da lassen, gerne den Kanal abonnieren, gerne beim nächsten Mal wieder dabei sein. Mich würde es freuen. Ich sag mal, tschüss, bis dann.